Heidi ho, meine Lieben, und herzlich willkommen zu G's Cooking Show. Heute mal eine kleine spontane Sache, weil nebenbei beim Brotbacken halt gedacht, ach, kannst ja noch eine G's Cooking Show Folge machen, hatte ich gerade Bock drauf. Und weil ich eh noch ein Dessert machen wollte aus unseren restlichen Spekulatius, die ich mit meiner Frau zusammen gebacken habe, halt gedacht, legen wir einfach mal zusammen los. Dann zeige ich euch mal die Zutaten und dann können wir gleich anfangen. Ne, Leute? So. Hier haben wir Spekulatius, 300 Gramm, die selbstgemachten von uns. Dann haben wir hier den Vanillezucker drin, auch von uns selbst gemacht, mit einfach nur Vanilleschoten, die ausgekratzt sind, ab in Zucker. Das sind 50 Gramm. Hier haben wir Kirschen, die sind von meinen Eltern aus dem Garten schön eingeweckt gewesen. Das sind ungefähr 350 Gramm. Dann haben wir hier hinten Mascarpone. Das sind 250 Gramm. Dann Quark 250 Gramm. Und 400 Milliliter Schlagsahne, also zwei Becher. So, dann brauchen wir noch Sahne steif. Hier habe ich zwei Pakete. Eine Limette, da nehmen wir aber nicht die Schale, weil die sieht nicht mehr so gut aus. Da nehmen wir nur den Saft. Und dann halt noch was zum Verrühren. Und naja, wir nennen das Ding immer Gummi Piep. Ich darf es glaube ich nicht aussprechen, sonst wird das Video gesperrt. Genau. Und jetzt schlagen wir erstmal die Sahne steif. Und dann heben wir alles mögliche andere unter. Also die Mascarpone, den Quark und den Zucker und so. Und ja, dann fangen wir an zu schichten, Freunde. So, und dann zeige ich euch nochmal schnell das Brot, was im Ofen ist. Hier sind nur noch 9 Minuten. Und ja, das ist in der Mitte ein bisschen auseinandergegangen, aber wird sehr lecker. Ich backe jetzt mindestens zweimal in der Woche Brot. Vielleicht werden es sogar bald dreimal, weil es schmeckt viel, viel besser, wenn man es selber macht. Und es geht auch recht schnell, wenn man es ein paar Mal gemacht hat. Und das ist auch viel günstiger, als wenn ihr Brot im Supermarkt oder so kauft. Na gut, dann mache ich jetzt mal kurz aus, Freunde. Und baue hier kurz um und dann legen wir los. Dann bis gleich. So, meine Lieben, die Kamera hängt und das Erste, was wir machen, ist die Sahne steif schlagen, bevor wir dann den Quark und die Mascarpone und den Zucker drunter heben. Deswegen fangen wir damit mal an. Räume ich das hier mal kurz zur Seite. Ein kleines bisschen. Zack, zack. So. Und dann kloppen wir da mal Sahne steif drin. So. Wie gesagt, Leute, waren zwei Becher Sahne, 400 Milliliter und deswegen auch zweimal Sahne steif. So, dann basteln wir mal hier schnell den Handrührer zusammen. Zack. Steckerchen hinten rein. Upp, wo ist er? Da ist er. Und dann fangen wir einfach mal an, die Sahne steif zu schlagen. Das dauert jetzt ein bisschen. Würde ich sagen, mache ich gleich in Zeitraffer, Leute. Und dann hören wir uns wieder, wenn der Krach vorbei ist. Jetzt haben wir die Sahne steif. Seht ihr? Ich kann ja auch mal den Umdrehtest machen, wenn ihr wollt. Seht ihr ja gleich, wenn hier was auf dem Tisch liegt. Zack, steif ist sie. Super, dann haben wir das schon mal. Und dann können wir weitermachen. Dann heben wir jetzt alles andere unter. Also den Vanillezucker, die 50 Gramm. Ne? Ab rein damit. Zack. Geben wir hier die 250 Gramm Quark rein. Wie gesagt, ihr könnt es auch alles laktosefrei machen. Schmeckt genauso lecker, wie als wenn ihr Milchprodukte mit Laktose benutzt. Ne? Zack. Zack. So, der Quark ist drin.
Jetzt kommt noch die Mascarpone drin, die 250. Flock auch mit drin. Und was wir natürlich gleich noch machen könnten, ist halt die Limette. Die muss hier unbedingt weg. Deswegen mal ein bisschen rollende Teil. Mit sich, wie Le Floyd sagen würde, oder nicht Le Floyd direkt, sondern ne? Die Saftzellen aktivieren. Gut, haben wir gedrehte Teil. Dann, wo haben wir nur das Messer? Ein Messerchen. Halbieren die einfach. Ne? Und geben da so eine halbe mit ran. Ja, wenn ihr mal nicht wisst, was ihr mit der restlichen Limette machen wollt, könnt oder so, ihr könnt Limetten auch zum Saubermachen nehmen. Also wenn ihr merkt, von wegen eure Spüle ist gerade dreckig oder sowas, könnt ihr da mit so einer Limette, die ihr noch überhaupt perfekt sauber machen. Oder macht das an einen Salat ran, wenn ihr heute noch einen Salat esst oder hebt euch das noch für den nächsten Tag auf. Könnt ihr ja machen, wie ihr wollt. So. Dann haben wir das auch drin. Da seht ihr das alles wunderschön. Und dann heben wir das mal unter. Ne? Gibt da einfach was drin. Könntet ihr auch ein bisschen nach unten noch drücken. Zack. Das macht er erstmal bei allen Vieren durch. Natürlich könnt ihr ein bisschen sauberer arbeiten als ich. Hätte ich jetzt einen schönen Spritzbeutel, den ich leider noch nicht habe, könnte man das da schön sauber rinspritzen. Ne? So, meine Lieben, jetzt sind wir hier fertig. Hier steht alles. Wie gesagt, wenn ihr einen Spritzbeutel habt, sieht das alles ein bisschen schöner und toller aus. Vielleicht hätte man auch eher 5 Portionen draus machen können in Gläsern. Aber da müsst ihr euch einfach mal selber ausprobieren. Und wenn ihr das noch nicht getan habt, abonniert gerne meinen Kanal. Lasst gerne Kommentare da, Likes da. Oder guckt mal bei Alejandrap vorbei. Oder guckt euch halt auch irgendeine andere Folge an von G's Cooking Show. Da blende ich euch alles ein. Denn bis denn, Leute.